Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Ultimate Junkie, auf meinem Kanal. Ich bin Marcel und ja, cool, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Bleibt auch gerne dran, weil jetzt wird es interessant. Wir wollen heute ein paar Erdarbeiten machen und vielleicht sogar auch im nächsten Vlog. Mal gucken, wie lange dieser Vlog wird, ob ich den vorher schneide. Also seid gespannt. Und zwar muss jetzt erstmal der Deutz raus. Der steht hier immer noch, also wurde noch nicht abgeholt, weil die gerade Dacharbeiten machen. Also ich habe den ja letztens repariert, für die das nicht wissen. Bisschen abgedichtet. Und er macht gerade halt ein paar Dacharbeiten und braucht einen Stellplatz, deswegen hat er nicht gefragt, weil ich stehen darf, habe ich ja gesagt, kein Problem. Weil wir müssen jetzt einmal diesen Bagger haben hier, wie unseren ECS 28 Volvo Kettenbagger, also 2,8 Tonner. Und hier steht die Presse mittlerweile, trocken. Da hinten ist ja noch mein selbstgebauter Havewagen, Anführungszeichen, Kipper. Und ja, der Bagger soll jetzt gleich mal wieder raus, weil wir brauchen ja den Tieflöffel hier, wieder mit dem, weiß nicht, wo der ist. Der, ja, hier, dieser Reißzahn, den ich, mal ins Licht gehen, den ich letztens selber gebaut habe hier, um hier halt den Schacht fürs Kabel zu ziehen, weil damit wollen wir jetzt gleich einmal starten, Kabel graben ziehen, damit wir das Erdkabel verlegen können, weil wir brauchen vorne, wo das Tor hin soll, ja, Strom, 32 Volt, also 3x 1,5 Quadrat, Erdkabel wird da hingezogen, geht dann bei uns durch den Garten durch, an einer Kläranlage vorbei, weil da soll auch noch eine Pumpe rein. Hat der Heini von der Kläranlage zumindest mal gesagt. Die bis jetzt noch nicht wieder gemeldet hat. Aber deswegen werde ich da einmal ein Kabel hinziehen und eine Schlaufe legen, damit dann eine Pumpe dann dementsprechend nochmal rein kann. Und dann zum Teich, zu unserem Schwimmteich, weil da liegt bloß so ein provisorisches Kabel, so ein Verlängungskabel, was wir durch in einem Wasserschlauch reingetan haben und dann hingezogen haben, weil das ein bisschen provisorisch gemacht wurde. Deswegen will ich da nochmal ein vernünftiges Kabel hin haben, setze zwei Steckdosen und gehe dann hier vorne wieder hin in den Schuppen. Da hinten rein geht es ja dann zum Sicherungskasten, wo dann auch das alles an ein FI-Schalter angeschlossen werden soll, wegen Teich und so weiter, ne, Wasser. Wegen der Pumpe im Teich. Genau, dafür fahre ich jetzt einmal den Deutz hier raus und dann kommt der Volvo raus, am gucken, ob der Tankfüllstand stimmt, Ölstand und so weiter, ob da genug Kühlflüssigkeit drin ist, weil da läuft ja nicht jeden Tag hier bei uns. Diesen Reißzahn werde ich wieder anbauen, denn dementsprechend, den wir eben gesehen haben. Ja, den Hänger muss auch drauf zeigen. Da. Und dann sehen wir uns gleich wieder unten an der Straße zum Schacht ziehen. So, das ist die Hauptstraße. Gegenüber ist so ein scheiß Parkplatz. Und da tummeln sich halt immer mal viele Leute. In der Woche, gerade da sind viele Leute da. Jetzt haben wir mehr. Liest man dann da, dass da irgendwelche Scheiben eingeschlagen worden sind und so weiter. Natürlich besonders kacke, dass hier vorm Haus so ein Parkplatz sein muss, aber es ist halt so. Ja, und das ist halt unsere Einfahrt hier. Da hinten geht es ja zur Koppel. Und ja, links ist auch noch unsere Koppel. Hier hinter dem Knick auch noch. Und ja, was wir jetzt hier vorhaben ist, da soll ein Tor hin. Ein Schiebetor, ein elektrisches. Und zwar eigentlich kein gekauftes, weil es ist mir so teuer. Eigentlich muss da nämlich gar nichts hin, habe ich mir gesagt. Bloß das ist immer das Problem, weil hier so viele Leute rauffahren, dass die dann halt links da übernachten, parken, ihr Müll hinschmeißen, vor allen Dingen auch ganz oft hinpinkeln hier überall. Dann läuft hier der Urin da auf dem Asphalt runter, dann sieht man ganz Pissflecken. Und deswegen haben wir uns gesagt, hier kommt jetzt ein Tor hin, damit hier niemand mehr rauffährt und damit das halt kein öffentlicher Bereich mehr ist. Ne? Weil das ist eigentlich Privatgelände hier, aber die denken alle, das ist der Parkplatz oder gehört mit zum Parkplatz, deswegen stellen sie sich hier hin. So, und deswegen haben wir uns jetzt gesagt, hier kommt so ein Schiebetor hin, aber keins von der Stange, sondern halt ein selbstgebautes, sag ich jetzt mal. Und da habe ich mir überlegt, so ein Tor, ein Weidezauntor, wie wir es hier auch halt stehen haben, dass ich mir das hier halt umbaue, also nicht das, sondern dieses Tor, das wird meine Freundin gleich abholen mit Schwiegermutter, das als 6 Meter Torlänge oder in 6 Meter Torlänge und dann natürlich nicht so aufgehängt, dass es drehbar ist, sondern dass es als Schiebetor-Variante genutzt werden kann, zum Schieben halt. Und mit so einem Elektromotorsatz habe ich auch schon gekauft im Netz, der kostet 180 Euro mit Fernbedienung und allem. Zahnstangen machst du dann heran und dann schließt das Tor automatisch, öffnet dann per Ferntastendruck und schließt automatisch nach einer gewissen Zeit, also das ist schon sehr gut. Und das wollen wir haben, deswegen kommt da hinten ein Stützpfeiler rein, wo das Tor dann später einrastet. Hier vorne kommen zwei Ständerpfeiler rein, sag ich mal, mit hier vorne Betonelement. Und wo dann auch auf dem Betonelement der Torantrieb festgeschraubt wird, mit Bodenankern. Und
dafür, um das zu realisieren, brauche ich halt hier eine Stromversorgung. Der Baum muss auch noch raus da wahrscheinlich, ja, der muss raus wegen den Wurzeln. Und deswegen werde ich jetzt hier einmal hier entlang, ich habe den Bagger jetzt doch schon hingefahren, da hinten, wo der Bagger steht, einmal entlang der Wasserablaufrinne, ja, ein Kabel ziehen. Das geht dann ums Haus herum da hinten. Da, wo die Büsche stehen, ist die Kläranlage, links neben der Pforte. Und ja, rechts rum Richtung Teichen, oben wieder zur Scheune. So ist der Plan. Und um das zu machen, also ich will das jetzt machen, deswegen fange ich jetzt einmal an zu baggern. Hab den auf unseren Bagger rangepackt, einmal hier abgeschmiert und ein bisschen Ölstand kontrolliert. Abfahrtskontrolle halt. Rangeschraubt wieder. Und deswegen werde ich jetzt hier einmal vom Pfeiler aus den Schacht ziehen. Wo das Tor jetzt gerade angehängt ist, das Drehtor. Weil es bringt halt nichts, wenn das zu ist. Also, ich muss immer mit der Hand zumachen, das ist beschissen. Ich weiß, dafür gibt es auch so einen automatischen Aufsteller. Aber trotzdem bringt das nichts, weil dann parken sie vorne da hinten, hinterm Tor parken sie denn. Dann kommt man teilweise nicht durch und dann schmeißen sie da in den Müll hin. Also es muss definitiv an der Straße ran. Anders ist das nicht realisierbar, dass das aufhört. Das Problem. Schilder haben wir auch schon aufgestellt, bringt auch nichts. Also bringt ein bisschen was, aber nicht viel. Ja, ich ziehe einmal einen Schacht. Ich werde zwischenzeitlich mal einblenden hier und eine Zeitraffaufnahme machen. Vielleicht kommt auch komplett. Ja, ich stelle die Kamera einmal auf. Ja, so, ein Stück haben wir jetzt schon. Hier waren nicht so viele Wurzeln, da vorne kommen ein paar mehr Wurzeln. Das ist das Problem. Ich mache jetzt nochmal weiter. So, wir haben jetzt inzwischen Hilfe bekommen. Die Kamera war eben leer. Der Akku, deswegen habe ich das nicht filmen können. Wir haben jetzt einmal hier das neue Tor steht da. Wurde gerade abgeholt. Ist gekommen. Feuerwehr zinkt. Halt so ein Weidezauntor. Wie es hier auch schon steht, bloß neu. Und
Das habe ich hier mit der Flex einmal eingeschnitten, vormarkiert natürlich. Man sieht das an der Kreide, wo denn die Pfosten später hin sollen, und hier das Betonfundament einmal aufgeschnitten. Gehe ich jetzt mit dem Bagger bei und reiße es einmal weg. Und parallel wird hier das Kabel schon wieder zugemacht, das Loch zugemacht, weil das Kabel liegt da jetzt drin. So, bei uns ist jetzt erstmal Baustopp, weil die Mischmaschine kaputt gegangen ist. Ein bisschen Beton haben wir schon reingekippt da. Und ja, jetzt mussten wir aufhören. Hat eh angefangen zu regnen. Ich meine, der Regen ist mittlerweile auch wieder weg, aber die Mischmaschine muss ja funktionieren. Deswegen wollen wir morgen einmal eine holen, eine andere. Ich habe auch eine Mischmaschine für den Trecker, aber das muss da sehr flüssig dann rauskommen. Und hier soll das relativ fest sein, damit die Pfosten, die das Tonner erhalten sollen, dementsprechend natürlich nicht versinken und sich nicht bewegen. Deswegen muss es ziemlich fest. Ja, aber das Kabel ist drin. Zumindest bis da hinten 50 Meter. Da muss verbunden werden mit dem Verbinder. Und dann geht es hier morgen weiter. Werde ich die Pfosten reinstecken. Ja, Beton reinkippen. Und dann soll es erstmal aushärten. Und da hinten habe ich dementsprechend hier aufgegraben, wie ihr gesehen habt. Und das Kabel muss erstmal weitergeführt werden, da durch den Garten noch durch. Aber es wird vielleicht morgen passieren, vielleicht auch einen anderen Tag. Mal gucken. Ja, bei uns geht es jetzt hier weiter. Einige machen Pause, andere arbeiten. Und wir haben jetzt schon mal angefangen, Beton zu mischen mit der neuen Mischmaschine. Ja, Pfosten mit Schraubzwingen zusammen gemacht, dass es so ist, wie es wie nachher sein soll. Reingesteckt mit Beton, jetzt mischen wir, machen ein bisschen mehr Beton und richten das dann dementsprechend aus und versuchen das dann zu fixieren, weil der Beton braucht eine Weile, um hart zu werden, dass sich das nicht verschiebt wie das Gestell hier. Weil hier soll später das Tor drin laufen, in diesem Rahmen, mit Führungsrollen, 4 Stück. Da hinten kommen da andere Pfosten hin. Jo.
haben jetzt wieder einen neuen Tag und ja, wir sind eigentlich gestern ganz gut fertig geworden. Die letzte Sequenz müsste das mit dem Holder sein, wo ich den Sandhaufen, der hier lag, oder Erdhaufen, weggefahren habe. Ja, dafür haben wir heute meine Holder genommen, oder gestern meine Holder genommen, dementsprechend. Und Beton ist schon ein bisschen hart geworden. Ich werde das gleich, das noch ein bisschen dran lassen, auf jeden Fall noch nicht abnehmen, damit es noch ein bisschen aushärten kann. Und ja, dann soll es das auch erstmal sein, weil ich habe mir jetzt gesagt, Jay, komm. Ich habe mir jetzt gesagt, ich mache das Video in zwei Teilen, weil das wäre sonst zu lang. Und der zweite Teil wird dann dementsprechend sein, wie ich den Rest aufbaggere, das Kabel weiter verlege und das Tor dann später einhänge, den zweiten Fahrer reinmache. Bloß mal gucken, dass der Hund mitkommt. Jackie, komm! Tor einhänge, reinmache und an der anderen Seite muss er auch noch ein Stützpfahl, dass das Tor beidseitig, damit es auf und zugefahren ist, ein bisschen entlastet wird. Das haben wir die Feinarbeiten und erstmal den Fahrlein hängen und den Motor festschrauben. Wäre jetzt vielleicht ein Dreiteiler, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, jetzt die nächste Sequenz zu drehen. Also seid gespannt, schaltet dann wieder ein, dementsprechend den neuen Teil lade ich dann in Kürze wieder hoch. Weil das hier gleich weitergeht, ich werde die Dreharbeiten schon mal fortsetzen. Und ja, dementsprechend seid gespannt. Lasst gerne ein Abo da, abonniert meinen Kanal, da freue ich mich. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich. Das wäre auch geil. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin erstmal, tschüss.